Fantastic. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Clash Royale. Und es ist nicht nur eine neue Runde Clash Royale, es ist auch eine neue Magietruhe, die ich hier habe. Die ich bekommen habe quasi nach einem Kampf gestern. Und die werden wir gleich öffnen. Wenn ihr brav seid und artig zuguckt, werden wir gleich diese Magietruhe öffnen, die ich hier bekommen habe. Und dann machen wir aber erstmal die Kronentruhe vorher, würde ich sagen. Holen uns da mal eben noch die fehlenden 4 Kronen hoffentlich. Und dann können wir die Magietruhe und die Kronentruhe aufmachen. Und dann müssen wir mal schauen. Dann fehlt uns vielleicht gar nicht mehr viel, um irgendwann die Prinzessin abzugraden. Das könnte dann aber noch ein paar Minuten dauern, ein paar Tage dauern, nicht ein paar Minuten. Weil so viel Gold kriegt man dann in ein paar Minuten doch nicht zusammen. Aber wir müssen einfach mal gucken, was da noch so fehlt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, 20.000 brauche ich ja. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich eigentlich habe oder was mir dann im Endeffekt noch fehlt. Das muss ich dann mal recherchieren, aber wie gesagt, ich mache mir da erst dann Gedanken drum. Wenn es eh so weit ist. So. Ja. Falls ich jetzt gerade noch ein bisschen aufgedreht bin, dann liegt das daran, dass ich gerade noch die Wiederholung vom Super Bowl mir angeguckt habe. Ich hätte mir die aufgenommen, die restliche zweite Hälfte quasi, da ich nicht so spät ins Bett gehen konnte, dass ich es komplett zu Ende geguckt hätte zu Ende gucken können, keine Ahnung. Aber das war ja auch eine krasse Nummer. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, wer sich da überhaupt für interessiert, aber das war schon, glaube ich, echt das krankeste Spiel, was man da so hätte sehen können. Nach der Aktion, nach dem Comeback quasi, was die da hingelegt haben. Das war schon eine Hausnummer. Das zeigt aber auf jeden Fall mal wieder, warum ich persönlich den Sport ganz interessant finde anzugucken. Also ganz ehrlich, wer hätte das noch gedacht? Also ich hätte damit nicht gerechnet. Bei dem Fußball irgendwie eine Mannschaft zur Halbzeit 3-0, 4-0, ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen kann oder sollte, führt, dann ist das ja meistens relativ hoffnungslos. Aber da war es echt ziemlich geil, dass sie das noch so gepackt haben. Finde ich persönlich echt krass und ja. Ich meine, ich hatte jetzt nicht irgendwie einen Favoriten oder so, aber ich finde es einfach nur heftig, dass man da so nochmal das Spiel umdrehen kann. So, mal gucken, was wir hier machen. Erstmal so ein bisschen am Verteidigen, aber ganz gut sieht schon mal an dem einen Turm aus. Dürfte nicht mehr so viel fehlen. Ich denke mal, den kriegen wir auch jetzt. Ja, auf jeden Fall. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir uns den zweiten noch holen oder sofort auf 3 gehen. Das wäre jetzt die nächste Frage quasi. Und ich würde vorschlagen, wir probieren es einfach mal auf 3 mit dem Friedhof. Mal gucken, was passiert. Na, okay, jetzt kommen dann natürlich die Verteidigungen von ihm auch noch dran, aber ja, wir haben schon mal ein bisschen was geholt. Und wir haben ja auch im Endeffekt keinen Druck, weil er sowieso noch nicht so richtig zu Potte gekommen ist. Wir können hier mal die Prinzessin setzen. Und mal die Elite überbahnen. Kommt dann Schweinereiter auf jeden Fall schon mal nicht durch. Und wenn wir jetzt halt 1-0 gewinnen, gewinnen wir 1-0, ist mir dann auch egal. Andererseits, wir könnten natürlich auch hier nochmal auf die 3 Punkte gehen. Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Es wird wahrscheinlich eng werden. Ja, werden wir nicht schaffen. In 17 Sekunden kriegen wir das auf jeden Fall nicht mehr hin. Aber gut, im Endeffekt, wir haben ja keinen Zeitdruck. Falls wir jetzt, selbst wenn wir jetzt die Kronentruhe nicht schaffen, ist es theoretisch auch egal, weil wir können dann die Magietruhe einfach so öffnen. Da sind wir ja nicht von der Kronentruhe abhängig, ne? Das war eigentlich nur eine Idee, die ich hatte. Aber wenn es jetzt nicht funktioniert, ist es auch nicht so dramatisch. Aber vielleicht schaffen wir es jetzt hier nach, wenn wir jetzt nochmal 3 holen. Könnte es ja klappen. Von daher bin ich da erstmal recht optimistisch. Katze, würdest du das bitte? Danke. So. Ja, 3 Kronen fehlen uns, wie gesagt, noch. Und eine Goldtruhe können wir gleich auch noch machen. Das ist ja wunderbar. Das läuft ja hier wie am Schnürchen. Peter Sanguigna Amici. Ein Italiener, wenn mich nicht alles täuschte. Mal gucken. Okay, kommt sofort von da. Zack, Konter, Konter, Konter. Und mal gucken, was er uns dann so entgegenbieten kann. Level 9, das ist natürlich jetzt nicht so der Knalle. Ah, guck mal, da kriegen wir doch noch ein paar Stößchen quasi auf seinem Turm ab. Und die Prinzessin jetzt so 1, 2, 3 Schüsse macht, sind wir da schon mal unter 1000. Das hört sich doch schon wieder ganz gut an. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen, okay. Doch nicht unter 1000, aber wir verteidigen weiter recht tappen. Oh nein, jetzt gehen die. Geht der nur auf den. Aber es ist gar nicht mal so blöde eigentlich. Ja, das Problem ist, jetzt ist er ein bisschen vorne. Feuerball, oh mein Gott. 2 Schüsse von Bogi, dann sind wir wieder vorne. Ne, nicht ganz. Ah, immer noch die Achse. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Offensive gehen. Wir müssen ein bisschen gucken, dass er uns nicht wieder so überrumpelt wie gerade.
Deswegen einfach mal die Elite-Barbaren ein bisschen behalten. Ja, machen wir mal so. Da kommt nämlich schon sein Riese. Den kriegen wir jetzt aber. Das war ganz gut. Ah, ja gut. Das war jetzt semi-gut. Ich hatte gehofft, dass vielleicht irgendwie eine Skelettarmee oder irgend so eine Scheiße kommt. Aber er hat ja auch gerade schon die Barbaren. Das hätte ich mir also eigentlich denken können. Naja, ist nicht so schlimm. Diese scheiß Kobolde, naja. Sollen wir vielleicht doch mal mit dem Friedhof probieren? Ich weiß es nicht. Müssen wir jetzt irgendwie mal da oben durchkommen. Das kann doch nicht so schwer sein. Alter, die scheiß Kobolde. Da können sich die Skelette ja auch schon mal so ein bisschen drum kümmern. Von daher funktioniert das doch ganz gut. Das machen die Bogies, dann sind wir da schon mal durch auf der Seite. Aber er ist sich relativ sicher, dass er die noch bekommt, deswegen geht er auch schon nach links. Wir knallen mal die Kobolde weg. Jetzt werden wieder die Barbaren kommen von ihm. Ja, da sind sie schon. Aber wir müssen natürlich trotzdem irgendwie da durchkommen. Das Problem ist sein ganzes Gelumpe, was er immer da absetzt. Da haben wir natürlich ein kleines Problem. So. Aber sein Schweinereiter wird auch nicht weit kommen. Wir müssen irgendwie da durchkommen. Und zwar ohne, dass er seine Barbaren und seinen ganzen kleinen Scheiß immer setzt. Das ist ein bisschen kacke. Jetzt haben wir sie aber. Jetzt hat er die Barbaren hat er scheiße gesetzt. Das dürfte reichen, jawohl. Das müsste jetzt für uns ganz gut aussehen. Jetzt kann er sich den linken Turm von mir aus noch holen. Dann nehmen wir nämlich den rechten. Und sind durch mit der Nummer. Gut. Das war jetzt. Da hat er nämlich die Barbaren-Scheiße gesetzt eben. Puh. Spannung. Ich würde sagen, das reicht jetzt auch an Spannung. Ja, gut, eine Dings ist noch übrig. Ist mir jetzt aber egal. Wir machen jetzt erstmal die Magietruhe auf. Und gucken, was da so drin rumlungert für uns. Ah, 7 Pfeile. 16 Elite-Barbaren. Uiuiuiui. Eisgeister, ja, können wir vielleicht bald upgraden. Gift, Bowler und 23 Blasrohr, Kobolde und ein Lavahund, jawohl. Alter, ich kann mich mit Lavahunden zukacken mittlerweile, meine Freunde. Schon wieder eine legendäre Karte, was geht denn hier ab? Das glaubt mir doch keiner, wenn ich das immer erzähle. Na gut, immerhin, wir haben eine legendäre Karte, da will ich natürlich mich nicht beschweren und machen, komm, weil es gerade so schön ist. Machen wir die auch noch eben offen. War jetzt auch nicht so spektakulär wie 6000. Wie teuer wäre denn jetzt die Prinzessin? 600 Gems. Ja, das ist mir zu viel. Da warte ich lieber. Das ist mir ein bisschen viel, aber wisst ihr was? Wir machen noch einen Kampf. Wir holen uns die Kronentruhe auch noch eben. Wir holen uns auch nur die, vielleicht auch nur die Kronentruhe und lassen ihn dann gewinnen. Nein, das ist auch blöd, ne? So. Wollen wir mal schauen? Ach, ey, ich hasse es. Aber dann setzt du mal Kobolde. Naja, das war jetzt so semi-erfolgreich, was wir da gemacht haben. Und es könnte auch jetzt direkt auch mal kritisch werden aus dem Gegenzug quasi. Aber der Kollege räumt da ganz gut auf. Guck mal da, das hat ganz gut funktioniert. Da ist gar nicht so viel Schaden entstanden. Das Problem ist, wir haben selber auch noch nicht so viel Schaden gemacht. Und hier müssen wir mal gucken, da kann auch jetzt nicht die ganze Zeit jeder Wurf passen. Das ist auch scheiße. Ich meine, die machen nicht viel, aber wenn da jeder Wurf immer mal einmal trifft, dann ist das auf Dauer auch nervig. So. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen dicht machen erstmal auf der Seite. Ja, schmeiß schon Pfeile drauf. Reicht dir nur nicht, Kollege. Das reicht dir nur nicht. Probieren wir es mal mit dem Schweinereiter. Und wenn die Skelettarmee kommt, machen wir es mal so. Nein, der Bomber kommt. Krieg ich den kaputt? Nein, ich krieg den nicht kaputt. So eine Scheiße. Wieso krieg ich den Bomber denn nicht kaputt? Na, egal. Den kriegt der Turm jetzt. Das Doofe ist halt, wie gesagt, dass diese schusseligen Sperrkobolde immer durchkommen. Nimm mal die Prinzessin ein, vielleicht kann die schon mal so ein, zwei Schüsschen mal verbraten.
Über Bahn kriegt er ja ganz gut, das ist ganz praktisch. Passiert jetzt nicht so viel, der räumt da ganz ordentlich auf. Jetzt müssen wir mal ein bisschen kontern. Das ist alles nichts. Aber da oben 30, das sieht doch ganz ordentlich aus. Links die Elite-Barbaren regeln das. Rechts müsste es der Scharfrichter regeln. Das sieht auch ganz gut aus. Da oben regelt es jetzt mal die Pfeile. Und die Prinzessin und der Knallzauber. Und dann haben wir das doch, glaube ich, ganz gut in den Griff bekommen hier. Nochmal wird er sich den Turm jetzt auf jeden Fall nicht holen, denke ich. Das ist natürlich jetzt ein Haufen da mit den ganzen Kobolden und so, aber das, ich glaube, das funktioniert noch ganz ordentlich. Vielleicht können wir sogar noch an dem Turm ein bisschen was reißen, aber es wird nicht reichen, um ihn zu holen. Für 2 Sekunden noch. Aber egal, wir haben gewonnen. Wir haben die letzte. Brauchen wir noch eine? Hat eine gereicht? Eine Krone? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon, oder? Ja. Wo? Gucken wir da nochmal eben rein. Dürfte wahrscheinlich nicht so spektakulär werden. Gut, damit sind wir durch für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, macht's gut und tschüss.